Und da geht er auch gleich wieder los. Ratzi, fatzi hier. Nützt ja nix. Ja, dann muss ja weitergehen. Wir haben doch keine Zeit. So, apropos keine Zeit. Ja, aber mal gucken hier, ob das alles so funktioniert, wie ich das will. Ah, Kaffee ist da. Ich bin da. Passt. Läuft. Läuft alles. So, nochmal hier mal gucken, ja. So, mal Test machen. Okay, scheint zu funktionieren. Sehr schön, dann beginnen wir doch mal mit einer neuen Karte. Ja, die ich da so schön gefunden habe. Dann wollen wir mal, los geht's. Ja, habt ihr auch Hemden im Hübsch oder was? Kann das mal alles ein bisschen schwül aussehen. So, einmal hier. Jetzt muss ich ganz kurz schauen. Ein oder zwei Sachen kann ich hier verbrauchen. Weiß ich im Moment nicht. Erstmal machen wir das an. Was soll's? Was soll's? Ist egal. Ach ja. Alles ist einfach. Und wie geht's euch so? Habt ihr Weihnachten gut überstanden? Ich hoffe doch. So, das mal anmachen hier. So. Und schon haben wir's. Ach ja. Geil, dass die Karte endlich raus ist. Wird auch Zeit. Ja, habe ich eigentlich drauf gewartet auf die Karte. Mal sehen, was denn noch so kommt. Ist im Moment noch in der Beta. Ich hoffe, da wird noch einiges. Ich warte immer noch auf eine andere Karte, aber die lässt noch auf sich warten. So, dann wollen wir mal. So, das sieht doch schon mal gar nicht mal schlecht. Das sieht schon mal aus wie im 17er. Sehr schön. Okay, wir haben keine Trigger. Sehr gut. Das scheint hier alles sehr, sehr schön zu sein. Sehr gut. So, dann gucken wir uns die doch mal an. Ganz schön große und ganz schön große Karten von Anfang an. Na, das wird ja was. Das wird ja lustig. So, wo haben wir denn das hier? Raiffeisen, Mischfutter, die Weberei, das Depot, BGA, Heizkraftwerk, Sägewerk, Raffinerie, Brauerei, Bäckerei, Bahnhof, Edeka, das hat er alles schon rein. Zucker, BGA noch, Getreidehandel, Gärtnerei, die Tanke, okay. Okay, na dann können wir mal gucken hier. Raffeisen. So, Zellstofffabrik, dafür brauchen wir das. Okay. Okay. Also, schauen wir mal. Eier oder? Ja, Eier. Eier anscheinend. Baumwolle, Weberei. Baumwolle geht eigentlich immer ganz gut. Das ging letztes Mal auch richtig gut. Und am Anfang wieder Soja, wie immer, gehabt. Soja, Raps, Sonnenblumen. So, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, aber welches Feld nehmen wir denn als erstes?
Was wollen wir? Wir wollen auf jeden Fall keine Kartoffeln, die können schon mal raus. Zuckerrüben, auch zu aufwendig, können auch raus. Baumwolle könnte man. Aber eigentlich auch zu groß. Erstmal Land kaufen, alter Schwede. Okay, wir können auch erstmal Wald kaufen. Das können wir eigentlich auch machen. Das können wir eigentlich auch. Müssen wir jetzt die 5 Millionen, wenn wir alle Dinger kaufen wollen. Okay. Kaufen wir doch erstmal ein Stückchen Wald, würde ich sagen. 146, 194, da kaufen wir erstmal ein Stück Wald und dann machen wir uns doch da erstmal was raus, so wie immer eigentlich. So, wir haben ja hier auch schon ein paar schöne Sachen. Oh, ist ein bisschen teuer, ein klein bisschen. Schon sehr teuer. Okay, da kann ich alles aufnehmen, glaube ich. 34, 500 Liter passen auch. Okay, das will ich aber auch nicht. Dann lass mich doch mal schon mal überlegen. So eine Holzcontainer wäre schon mal nice. Ja, die Frage ist halt jetzt, ne? Wie machen wir es am dümmsten? Denn das Land ist jetzt eigentlich nicht das Ding. Jetzt muss ich aber erstmal gucken. Jetzt erstmal gucken hier, so vorne. Oh, das ist ein Sägewerk. Einmal versuchen hier das Ganze und einmal mir angucken. Ah, okay, hier kann ich das Holz verkaufen. Okay, nice. Und das Stück hier unten, das gehört mir sogar schon. Okay, dann lass uns mal eine Säge kaufen. Da, Klaas Therion. Sehr schön. Oh, dann muss ich mich erstmal sogar einen kleinen Trecker nehmen, ist mich egal. Ah, da brauchen wir noch gar nichts Dolles. Da reicht ja quasi so ein 500er Favorit, reicht da. Reicht ja schon vollkommen. Dann nehmen wir euren Frontlader-Bautzen. Dann nehmen wir den, dann haben wir für 71.000. Guck mal, das sieht gut aus. Nehmen wir. So, dann nehmen wir ein Anhänger, da gucken wir mal, ob wir vielleicht sogar gleich schon den da nehmen. Obwohl, das ist dem Ding doch eigentlich Latte. So, Machiato, warte mal, haben wir nicht den? Das muss ich kurz gucken. Wo ist denn das Ding? Wo habe ich denn? Wo ist der jetzt bei? Ja, super. Suchen wir den erstmal. Da ist er. Da ist der E-T-Runner. Den können wir nämlich gleich den nehmen. Auch gleich kaufen. Genau. So. Dann kaufen wir nämlich den für die Forst doch gleich dazu. Genau, perfekt. Dann nehmen wir gleich einen Frontlader. Mit schön. Über den. Mir gerade
eine gute Poltergabel. Ja, nehmen wir die auch gleich. So, und schon haben wir alles. Und schon können wir die einfach auftischen und fertig ist. Ja, wieder Lachs, ne? So, dann machen wir mal. So, wenn wir jetzt richtig auf dem Weg sind. Ja. Jetzt haben wir die Steine runter, mit drei, und dann da unten hin. Hat aber gut wieder umgesetzt, ist quasi die NF-Marsch mit Gräben. Hansano Milch. Darf nur nicht fehlen hier. Das schon mal ein bisschen Kohle machen. Jetzt sind wir auch gar nicht so weit weg.
der Bäche mit dem Klärchen Bärchen. Ah, die müssen wir jetzt einmal durchschneiden. Da komme ich dann rum. Da ist aber nichts. Da ist er da rausgefallen, das ist ja unglaublich. Was bildet sich dieser Baum hier alle ein? Da einfach rauszufallen, spinnst du oder was? Na, siehst du, geht doch. Will der Baum hier rumbucken, oder ich glaub's nicht. So, gut schauen. Passt nicht. Also nicht reinschmeißen. Den hinten ein Stückchen anheben. Denn so können wir den ja schlecht wegfahren. Geht ja nicht. Was? Ich darf den Baum nicht ablegen? Das ist jetzt endlich dein Ernst oder was? Vielleicht. Okay, ja, das ist gut. Ich darf den Baum da nicht absägen! Das ist mein Scheißbaum, Mann! Na gut, lieber. Er hat sogar die Bäume geändert. So passen. Hoffe ich, denke ich, brauche ich wirklich. Schwer, sagte nicht. Oh.
fett du Tier, du! Okay, jetzt schneiden wir ihn halt da ab. Das ist das arme Fendlein, die jetzt nur abschmiert. Wie gesagt, das hier ist jetzt nur einer der Anfänge, die man hier machen kann. Man kann auch anders anfangen, man kann einfach mit Feldern anfangen. Das bleibt euch überlassen. Auf was man mehr Bock hat. Ihr könnt euch nur durch Bäume fällen leben. Also das kann man auch. Genug Möglichkeiten. So, sind schon mal drei Bäume weg. So, gucken wir uns auf den Preis drauf an, was wir für einen Baum bekommen. Das kann von bis sein. Von bis gar nichts, überhaupt nichts. Also wir kriegen irgendwie mal ein paar hunderttausend raus. Was ich mir aber quasi nicht vorstellen kann. Jetzt müssen wir erstmal planen, wie ich die Bäume fülle. Ich muss ja dran denken, die dürfen wir nicht woanders liegen. Fahre ich einmal rum, wegen dem dritten Ende. Hey, easy. Muss ich hier umkippen.
Gott, das ist ja hier so an. Der hier so nimmt die Kuppeltanne her. Ups, jetzt hier. Besser. Viel besser. Kuppeltanne da. Könnte ganz schön flottern mit den Bäumen hier.
erstmal hier noch mehr Schneisen reinballern, können die erstmal gucken, dass wir die verkaufen. Mal gucken, was wir dafür bekommen. So, wenn ich es richtig gesehen habe, war hier links gleich das Sägewerk. €10.000, ja, nicht nice. Das jetzt? Okay, Heizkraftwerk, was brauchen wir dafür? Das funktioniert wie? Was brauchst du? Was sind wir hier? Jetzt kaufe ich nur bestimmt die Drehpellets. Ja. Ja. Okay, 212 Euro. Zellstofffabrik. Und 161. Okay. Mal gucken. Also, wir hatten jetzt gekauft. X. Ah, okay, das ganze. Ah, okay, das ganze Stück gehört uns. Okay, nice. Das kostet jetzt nochmal 300.000 und das nochmal 194. Da hätten wir den ganzen Wald. Kriegen wir Wald. Also da oben gibt es noch zwei Stücke. Und hier auch noch ein paar Stücke. Okay. Hier war. Was ist das? Da war wohl der Hof an sich. Wir könnten natürlich noch mal eine Rasenfläche zukaufen. Hier noch mal so eine Rasenfläche kaufen. Da könnten wir Gras mähen und das zur BGA bringen. Und da zur Silage machen. Das geht natürlich auch. Dann hätten wir noch mal zwei Standbeine. Das machen wir auch später. Sehr schön, das heißt der Wald hier oben, das gehört damit zu. Das hier alles. Jetzt nicht sogar, ne? Ich habe 10.000 eben gemacht. Das war nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht, dass wir den halben Bein schon weg haben. Auch nicht schlecht, ne? Ja.
Aber beide sind weg. Und du wirst mir noch nur eins ganz gut. Dann sind Bombe weg. Ganz Walz, also Holz. So, meine Lieben, das war quasi der erste Teil von Nordfriesische Marsch Teil 1, der Beginn. Ich sag erstmal danke, bis denn!